Das sind schöne, festkochende Kartoffeln, ne? Ja, die sind vorgekocht, 10 Minuten. Ach, die sind schon vorgekocht. Ja, ja, und in Scheiben geschnitten, ja, nicht geschält. Schön, ja, ja, liebe ich sehr, Schale. Dann gebe ich die Scheiben Oliven dazu. So. Ja. Ja, natürlich dunkle, schwarze Oliven. Schon allein wegen der Optik? Schon mariniert in Herbe de Provence, natürlich. Aha, ja. Aha, also das schon die Oliven Aroma haben. Das Ganze ist so überhaupt ein provenzalisches Gemüse, oder? Ja, ich möchte nämlich das kochen heute, was ich gerne zu Hause koche. Ja, Lot, also Seeteufel. Weil wir haben früher in Tschechoslowakei wenig gehabt von Meeresfische, weil wir haben kein Meer um unser Land. Und da, wo Meer ist, da waren andere Verhältnisse. Ja. Also nur Konserven oder irgendein Flussfisch. Also deswegen, Lot ist natürlich nicht billig, das muss man sagen. Ja, macht man aber ja nicht jeden Tag. Nö, natürlich. Nur wenn ich gut war auf der Bühne, ja, dann sage ich mir, Junge, heute warst du gut. Heute du kannst dich beschenken heute mit Lotte. Oh, viel Rosmarin. Also Lot nicht auf Provenzal, vielleicht auf Pragensis. Pragensis. Aber mit stark provenzalischen Einschlägen, würde ich das sagen. Ja. Ne? Kommen die Zwiebeln auch? Das sind Knoblauch in ganz dünne Scheiben. Super. Ja. Der wird dann schön im Ofen angebraten. Ja, also noch 10 Minuten dazu. Ja, ja. Und das wird so schön mit Kruste angebraten. Ja. Mm, und also Rosmarin, Oliven, Knoblauch, bisschen junge Frühlingszwiebel, diese mit oder Schalotte, egal. Ja. Das sind jetzt, glaube ich, die sind milde. Frühlingszwiebel, ja. Ja, milde als. Sehr gut. Also es ist schon. Und wie lange braucht das? 10 Minuten noch im Ofen. 10 Minuten. Ja. Wunderbar. Ja. Dann tun wir es mal rein. Ja. Öl war unten schon ein bisschen, ne? Ja, das ist schon. Auf dem Boden war schon ein bisschen Olivenöl. Ja, ja, Olivenöl, ja. Gut, dann stelle ich mal die Uhr auf 10. Aber bevor Sie Ihre Lotte machen, mache ich noch schnell einen kleinen Salat. Aber bevor ich den Salat mache. Um Gottes Willen, muss das heute sein? Ja. Gerade wenn ich Gast bin, Salat. Aber Sie mögen keinen Salat? Nein, nicht so. Ich mag Gemüse kurz angebraten, damit sie knackig ist. Das ist so was Ähnliches. Das ist kein Salat wie Häuptelsalat, Kopfsalat. Das ist was anderes. Ein Gemüsesalat. Lass mich überraschen. Aber bevor wir Salat essen, gibt es einen Schluck Wein. Auch schon jetzt? Ach. Ja, ein Küchenwein muss sein. Ja, wir werden nicht hier jeder drei Gläser trinken, aber einen Schluck. Schnell mit mir, sonst sage ich schnell die Wahrheit hier. Also so ein kleiner Küchenwein nebenbei. Ne? Ein Sancerre von der Loire. Auf ihr. Ja. Wissen Sie, ich habe etliche Shows von Ihnen gesehen. Ja. Ich habe mir immer gedacht, wenn Sie einmal aufhören, die Shows machen, keine Lust mehr. Wenn Sie ein Restaurant öffnen, na das wird ausgebucht wochenlang vorher. Da gab es schon Rezepte. Ja, doch. Aber das wäre mir zu anstrengend. Ich bin ja kein Profikoch. Hier, Zucchini habe ich schon vorgeschnitten und habe die ein bisschen mit Zitrone schon eingelegt. Sonst wären die so unansehnlich. So, jetzt also noch. Das sieht gut aus, diese. Die Reibe? Ja, so. Ganz futuristisch. Ja. Ne? Das ist ja verrückt. Was ist alles Star gibt. Wars. Ja, jetzt noch mal ein bisschen Zitrone drauf. So. So, und jetzt mache ich aus 8, die habe ich schon abgemessen, damit ich hier nicht 8-mal so machen muss, 8 Löffel Olivenöl. Ein sehr gutes aus Griechenland. Und zwar aus einem organischen, also Bio, ist auch Griechenland. Bio. Kennt Bio. Ja, passt auch hier. Organik heißt das dort. 3 Esslöffel Sherry-Essig. Und 2 Esslöffel. Nicht Balsamico. Doch, 2 Esslöffel Balsamico. Aha. Eine Mischung. Nur Balsamico ist eine Spur zu süß für diesen Salat. Und aber nur Sherry-Essig ist ein bisschen zu kräftig. Ah. Das sind meine Bohnen. Muss ich gleich mal ein bisschen mit euch. Na, das sieht schon aus. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Man soll anfangen mit dem Essig und das Salz löst sich besser auf im Essig. Aber in
Endergebnis wahrscheinlich nicht so ein großer Unterschied. Ein bisschen Pfeffer aus der Mühle natürlich. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ja. Jetzt probiere ich mal die Bullenchen. Also es ist eigentlich ein Gemüsesalat. Wenn Sie sagen, dass Sie Gemüse leicht. Und aus welchem Land ist diese Inspiration? Griechenland. Griechenland. Mhm. Die Griechen? Aus welcher Insel? Es gibt fast, wie heißt die Insel? Nein, es gibt fast auf jeder Insel einen Ort, der Panormos heißt. Mhm. Und auf einer Insel, ja, der Name ich nicht. Schafskäse. Ja, die machen immer diese. Immer das Gleiche. Aber da die keine grünen Salate anbauen, wenig, deswegen lassen sie sich dann so andere Sachen einfallen. Ja. Und das ist ein sehr, sehr schönes Lokal. Die haben auch so eine Aceto Balsamico, wie inzwischen die Italiener. Ja, alles. Also auf den Inseln gibt es inzwischen alles. Das ist unglaublich. Da ist Euro auch? Auch Euro, Gott sei Dank. Weil Zypern ist kein Euro, ne? Die haben eigenes Geld noch. Aber doch im griechischen Zypern auch, oder? Na, gerade nicht. Ah, nicht? Nein. Ach, das ist interessant. So, rote Zwiebeln, fein geschnitten, roh. Und Kapern, das ist typisch für Griechenland. Man sieht dort immer die Leute am Rand von der Straße stehen und diese pflücken die Kapern. So. Glaube ich. Das sind die. Ja. Bei Gas, das ist der einzige Nachteil von Gas. So. Aha. Jetzt gieße ich ab. Die dürfen noch ein bisschen Biss haben. So. Und da habe ich wie lange kocht man die? Die habe ich 8 Minuten. Ja. 8 Minuten. Ich habe in Panormos. Aber wie geht das jetzt zusammen? Das ist kalt und das ist warm. Ja, ich warte ein bisschen. Ich warte ein bisschen. Aber man kann die ruhig ein bisschen reintun jetzt schon. Das ist aber Kombination. Ja, aber wir essen kalt. Das. Nee, wir essen. Ja. Nein, ich habe ja einen schon vorweg gemacht. Der ist ganz kalt. Warum? Aha. Der muss nämlich ziehen. Völlig konträr zu grünen Salaten, Blattsalaten. Da tut man ja das Dressing ganz zum Schluss hin, damit der nicht zusammenfällt. Dieser muss ziehen. Und deswegen macht man den vorweg. Und ich bringe jetzt den ich vorhin gemacht habe, vor ein paar Stunden. Und den essen wir. Und wenn er nicht schmeckt, tja. Waren Sie schon in Griechenland? Ja. Kykladeninseln sind so schön. Samos auch. Die Kykladeninseln. Zypern. Ja. Ich bin seit vielen Jahren da und das ist natürlich gut, sind die Fische, weil Fische. Das ist das, was ich immer suche. Ja. Erster Fischlokal. Ja. Wie Sie schon sagten, Sie hatten ein Defizit, ne? Aber durch Tschechien früher. So. Ja, ich weiß. Und? Der sieht natürlich jetzt etwas frischer aus, aber der hat durchgezogen und das ist sehr, sehr gut und sehr wichtig. Das probieren wir jetzt. Mal sehen. Aber da trinke ich mal was anderes. Inzwischen einen Schluck. Ja. Damit ich mehr Mut habe. Ja, den Salat zu essen. Das ist natürlich mehr Lampenfieber als vor dem Konzert. Ja. Die Wenke Mürre, die stand auch hier, sollte kochen. Und eine Minute vorher hat sie gesagt, darf ich nicht doch lieber ein Lied singen? Kann man auch beim Kochen singen. Ja, wenn Küchenlieder. Zum Beispiel, mittags bin ich bei der Mitzel eingeladen auf ein Schnitzel und dazu Salat mit Mayonnaise. Doch nach einer kleinen Pause gibt's bei Margit eine Jause. Das ist die Zwischen. Speck mit Paprika und Stückerl Käse. Das ist ein Wiener Lied über Povidl-Taschkeln. Die wollte ich als Dessert. Von Peter Alexander, dieses Povidl-Taschkeln. Aber das ist aus der 30er Jahre. Aber damals Povidl-Taschkeln waren populär. Aber ich wollte das schon hier als Mehlspeise, als Dessert kochen. Aber wir hatten das. Aber ich habe gehört, gab es schon. Ja. Also Konkurrenz aus Böhmen war schon hier. So.
Mögen Sie ein ich bring das Brot zum Salat? Ja, so ein bisschen. So ein, ist das nicht zu gesund auf einmal? Es ist sehr gesund, deswegen trinken wir noch schneller ein Glas Wein, damit es nicht zu gesund wird. Und freuen uns auf den Fisch. Ist das Sancerre? Das ist Sancerre, ja. Oh, da bin ich stolz jetzt, dass ich das erkannt habe. Mm. Der ist nämlich, der hält lange an, Sancerre. Ich mag lange Weine. Der lange hält, ja. Also, passt sehr gut zum Beispiel zu meinem Fisch. Ja. Also ich darf ich? Ja. Hauch, nur ein Hauch. Ja. Ja, Sie dürfen nicht, Sie sollen, Sie müssen. Leider müssen Sie probieren. Aber Sie müssen nicht sagen, dass es Ihnen schmeckt. Hervorragend. Danke. Natürlich, das macht auch die Zutaten. Gutes ja, ganz wichtig. Ganz gut, ganz wichtig. So wichtig. Das muss alles dazu harmonisieren, wie in der Musik. Ja, ja. Ja, die Komponisten wissen ganz genau, warum die Harmonie und warum diese Instrumente zusammen. Das ist Harmonie. Selbe. Wie zum Beispiel in Frankreich habe ich erlebt, das war ein Wirt und der hat selber gekocht. Ein typischer alter Wirt am Lande. Und wir haben Durst gehabt, darum haben wir zum Lammbraten gesagt, wir wollen einen Roséwein. Leicht. Er hat uns verboten, diesen Rosenwein, Rosenwein zu diesem Lamm. Wie können Sie zu diesem Lamm, diese Delikatesse, Rosé, Monsieur, c'est pas possible, hat er gesagt. Das finde ich aber sehr gut. Das verbiete ich Ihnen. Finde ich aber sehr gut. Ja. Ich mache Ihnen schon mal die Pfanne an. Ja, was ist mit meinen Kartoffeln? Die müssen doch... Nein, die 10 Minuten, das wird klingeln. Ah, noch nicht? Nein. Aber ich habe klingeln gehört. Jetzt? Ja. Sie haben das geahnt. Ja. Wollen Sie probieren, ob die gar sind oder sind Sie sicher? Eigentlich würde ich Sie am liebsten noch ein bisschen rühren. Ja? Ja. Bitte, ich gebe Ihnen sowas Langes. Und umdrehen am besten, ja. Dann wird es auch so von der Seite angebraten. Mhm. Ja. Sollen wir den? Ja, ja. Ah, unten ist Öl. Ich wollte gerade sagen, vielleicht noch ein bisschen Öl drauf, aber da ist genug. Unten ist genug. Viel sogar. Sehr darum schön. Auch umdrehen und noch 5 Minuten würde ich Sie da lassen. Gut. Ja. Wunderbar. Ja. Jetzt habe ich das schon auf dem Hemd inzwischen. Naja. Aber das Reinigungsgewerbe will auch leben, mein Lieber. Ja. So, jetzt geht's los mit Ihrem Fisch. So, Lot. Ich räume meine Sachen. Ne Boris Seeteufel. Seeteufel, genau. Kein Wunder, dass es so heißt, weil es ist so ja hässlich. Hässlicher geht nicht. Nein, das ist der hässlichste. Der Kopf ist größer als Fisch und ist so flach, hat Augen so und so eine sieht ganz dünne. Wirklich teuflisch sieht der aus. Jetzt habe ich das, brauche ich. Also ich muss erklären. Eine Sekunde. Ich mag das immer so am liebsten, dass es vorher mariniert wird in Olivenöl, Peperoncini, Thymian und Rosmarin. Machen Sie das selbst? Ja. Gibt das selbst so in die Flasche? So rein, weil das gibt es nicht zum Kaufen. Ja. Und Knobby natürlich seine Zehe unten. Ja. Damit schon in dem Öl diese Geschmäcke sind. Ja? Die sind schon drin. Dann braucht man nicht mehr zu viel würzen, weil dieser Geschmack ist so fein, das wäre schade, so irgendwie weiter würzen, um diesen feinen Geschmack zu übertönen. Wie lange lassen Sie das drin? Ein Tag reicht, zwei Tage, umso besser zwei Tage. Ja. Dann wird es so richtig, dann zieht es ein, die Geschmäcke eingezogen. Ja. Und dann heiße Pfanne. Ja, ich bin gerade dabei. Ja. Ganz heiß. Ich habe sie jetzt auf einer kleinen Pfanne. Untrocken. Ist das okay? Es wird überhaupt nicht in die Pfanne. Kein. Das genügt, das Öl von da genügt. Ja. Und weil die Pfanne heiß ist und trocken, wird der Fisch reingelegt und das zischt und Fleisch schließt sich zu. Ja. Dass die Poren nicht die wichtige Saft und Geschmäcke rauslässt. Sehr schön. So. Aber jetzt kriegen Sie in Prag auch sowas. Ja, jetzt haben wir alles. Alles. Sie leben doch in Prag. Ja, ich lebe in Prag und darum heißt das auch Lot à la Gott, à la Karel Gott. Klar, Lot à la Gott, klar. Ja.
Praga kaputt regne, Sie wissen, ne? Ja. Praga kaputt von Regen. Ja, 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 aber nicht nur Praga. Das ist leider, leider traurige Geschichte. Überall. Aber so. So, jetzt, ich glaube, ja. Ich müsste eigentlich. Moment. Oder es soll ist ich, noch wenig. Soll ich aber da tun? Vielleicht etwas größer? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gesalzt habe oder nicht. Aber das mache ich lieber schon jetzt. Ja, ja, ja. Habe ich schon inzwischen vergessen. Weil Salz. So, noch ein bisschen. Ist. Kochen Sie eigentlich auch noch so die alte traditionelle tschechische Küche? Die nee, wissen Sie, diese traditionelle tschechische Küche wurde geführt, als die Frauen zu Hause blieben. Ja? Also und, Haushalt. Und als die Männer körperlich hart gearbeitet ja, haben. Ja, heute genau. Sitzt man am Computer oder sonst was. Gibt es nur in speziellen Restaurants, aber nicht ganz echt. Ich zum Beispiel esse das nicht, weil die Soßen zu schwer mächtig, sind. Zu ja. Mächtig, ja. Ja, ja. Aber natürlich so eine Cremesoße. Waren schon tolle Sachen dabei. Ja, oder Dillsoße. Ja, meine Mutter oder Steinpilzsoße. War eine begnadete mährische Köchin, die war so fantastisch. Nordmährische, habe ja, ich gehört. Ja, ja. Mährisch-Ostrau. Ja, ja, ja. Ja, ja. Aber wie gesagt, heute ist die Zeit so, dass die Männer besser kochen als Frauen. Oft, ja. Alle Frauen, fast alle sind beschäftigt, berufen, ja. Und die Männer riskieren mehr. Ach, das ist interessant. Also, ja. Unsere Branche, ja. Also Künstler, das sind alle Köche. Alle, ja. Die Männer sind alle Köche, ja. Und die lassen ihre Frauen erst kommen, wenn alles fertig ist. Weil Frauen kochen natürlich gut nur das, was sie können. Sie ja. Riskieren nicht. Sie riskieren ja. Nicht so viel. Das ist interessant. Ja. Ja, unsere Mütter haben ja nichts anderes gemacht. Die haben gekocht den ganzen Tag. So. Und Kinder gemacht. Ja, ja. Natürlich. Naja, den Haushalt, klar. Aber darum auch die Rezepte, wenn Sie heute die Rezeptbücher sehen, das sind alles Rezepte, wo man sagt, ein oder zwei Tage in Gemüse einlegen lassen. Natürlich. Die Svíčková zum ja. Beispiel. Das ist Filet, also Filet, Svíčková. Ganze Filet Svíčková. Ja. Ja? Ja, ja. Mariniert in der Gemüse ja. Und dann ganz mächtig in Sahne, natürlich ja, ja. Am besten pflanzliche Sahne. Ich glaube, Sahne. Das ist pflanzlich. Sowas ja, wie Lungenbraten in Österreich. Ja, ja. Hat meine Mutter immer gemacht. Überhaupt Österreich, das ist was. Ach, da gibt es bestimmte Sachen, Gulasch oder sowas. Nur in Österreich, da oder? Haben Sie vollkommen recht. Gulasch im ersten Dorf, ja. Wenn ich nach Österreich ja. komme, ja. Stimmt der Gulasch perfekt. Und ich recherchiere immer, wieso schmeckt das da? Und die sagen, Geheimnis ist 3 Tage lassen. Dann wird das alles so weich, das Fleisch wird wie Sachertorte. Und das ist, glaube ich, in Deutschland gar nicht erlaubt. Das ist nämlich das. Bei uns auch. Und alle Wirte klagen, wir können nicht den richtigen Gulasch machen, weil da kommt Kontrolle. Und wenn Sie unter dem Topf sehen, da gibt es Gulasch schon 2 Tage alt, muss weg. Weg. Ja. Oder Strafe sogar ja. Bezahlen. Ne? Gibt es in Prag auch Fast Food? Gibt es auch Fast Food in Prag? Auch Fast Food. Also meine bürgerliche Pflicht ist, die Bürger zu warnen. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Von Burger. Ja. Ja. Vom Bürger. Ja. Die bürgerliche Pflicht nee. Vor Bürger zu warnen. Da gibt es einen, kommt in einer, mit seinem Freund in die, ja. In die Fastfood-Stelle und sagt, kennst du Gitarburger? Ja. Ja, das kenne ich noch nicht. Ja. Aber sag mal, wieso Gitarre? Gerade Gitarre. Ja. Bitte 2-mal Gitarburger. Dann bekommst du so ein Apparat mit Salat, Käse und alles, Ketchup und Fleisch. Und er wusste nicht, von welcher Seite anbeißen. Und endlich beißt er rein, alles auf den Hirnanzug. Ja. Sagt, oh, Scheiße. Das ist die Gitarre. Nee, aber, naja. Also ich brauche kein Gitarre-Burger zu kaufen. Ich bekleckere mich dauernd. Und ich habe einen Freund, der hat gesagt, er hätte mal gelesen, dass die Krebse, ich bin Krebs, dass die sich immer bekleckern. Sie, was sind Sie? Ja, Krebs. Ja. Auch Krebs? Ja. Dann kleckern Sie bestimmt auch. Ja, aber nur, wenn ich hellen Anzug habe. Oder Gitarre-Burger esse. Gitarre-Burger, ja.
Das ist Geschmacksfrage. Ja. Dann komme ich lieber ein bisschen später ins Studio. Ja. Aber es ist richtig, ja. Aber das. Ich glaube, die Jungen haben eine ganz. Das sind ganz ja, wissen andere Sie, das war Zeiten auch die Bäcker früher. Ja. Als ich klein war, im Dorf bei Ferien bei meiner Großmutter, ja. wenn ich da Brot gekauft habe, ja. bis ich nach Hause kam ja. zu Großmutter, war diese Kruste schon weg. Die musste ich auf es. Oh. War die Großmutter aber nicht so begeistert? Nein, da habe ich schon ein paar. Eine hinter ja, die ja, Ohren. Ja. Aber was ich noch, apropos Großmutter, ja, damals nach dem Krieg war alles so knapp und, ja, ja. und sie hatte auch Ziegen und er hat gesagt, möchte jemand Ziegenmilch frisch gerade? Alle Kinder weg. Nein, pfui, weg. Ja. Ziege. Ja. Ich habe es genossen. Ziegen. Und dann später, als ich erfahren habe, dass die Franzosen, also Land der Tausende Käsen, ja, dass die spezielle Delikatesse ja, ist Schäfer. Ziegenkäse. Dann war ich stolz, dass ich schon, schon als immer klein, als Kind. Ja. Aber ich muss Ihnen sagen, das ja. ist eine. Ich glaube, der muss noch gedreht werden. Ja, ja, der muss gedreht werden. Aber das ist eine große Seltenheit, dass ein Kind ja. Ziegenmilch mag. Aber was? Ja, ja. ja Sie waren eben schon ich damals mag alles, etwas Besonderes. Was ein bisschen Geruch hat, zum ja. Beispiel Lammfleisch, hat einen bestimmten Geruch. Früher, ja. früher. Ja. Als Rind hat kein Hammel gemacht, da hat das ja, stark ja. gerochen. Heute nicht mehr nee. So sehr, weil man ja. die jungen Lämmer nimmt. Ja, aber ja. das hat Sie nicht gestört? Nein, überhaupt nicht. Also jetzt brauche ich Folgendes. Ja. Sahne, pflanzliche oder Creme fraiche. Dann muss ich den Öl weg. Ja, das Öl wegschütten, das ja. kann man hier in so eine Schüssel. Ja, so ja, ja. Wegschütteln. Ja. Also jetzt. Ich habe eine Bio-Sahne. Und jetzt Fleisch kann ich hier schütten, ne? Ja. Oder ja. für kurze Zeit. Ja, ja. ja, ja. Denn nun möchte ich. Kann ich ausmachen oder soll ich lassen? Resten. So ausmachen? Nein, nein, nein. So ein bisschen Sahne. Bisschen Sahne. Ja, gut. So. Danke. So. Und was noch? Ja, was noch? Thymian und Oliven. Ah, ja. Und Rosmarin. Nee, mit dem Thymian mache ich Folgendes. Das ist nämlich eine ganz raffinierte Sache. Wissen Sie, damit man nicht mit dem Weißwein so gar kommt, ja, nicht so ja, hurra, ja. ja. Das wird besser, wenn der Weißwein drüber, ja. Au, au, au. Sorry, sorry, ich mach halt. Ja, passierte das schon hier, ja. Leute? Ach, was hier schon alles passiert. Ist peinlich, ja. Aber, ja, entschuldige. ja. Nichts Schlimmer. Passen Sie auf, Alfred. Sie brauchen Wein jetzt ein bisschen? Ja, genau, richtig, ja. Also unser Sancerre, der lange hält, ja. Ja. damit man nicht mit dem Wein so reinschüttet, das ist unelegant, ja. dann mache ich das so, dass ich nur mit dem Thymian, mit diesem ja. Strauß, ja, tunken in dem Wein und nur ganz fein streichen. Oh. oh, das ja. ist ja... Na, ja. das habe ich überhaupt noch ja. nie gesehen. Ja. Weil alle ich andere schütte immer einfach drauf. Ja? Ja, ja das ist aber schade. Das ist, ja, aber schön. Und dann kriegt es auch noch ein bisschen Geschmack von dem Thymian. Ja, ja, genau. Ja. genau. Ja. Wieder Harmonie. So wieder sind wir bei Harmonie. Und wie schön Harmonie. Das aussieht. Mit ja. den ja. schwarzen Ringen ja. und dem Streichen. Und das braucht keine andere Gewürze mehr, weil das ist zu fein, um das zu weiter mit anderen Aromen ja. Übertönen oder über. Was haben wir denn? Das ist für das Gemüse. So, also jetzt würde ich Folgendes machen. Inzwischen sind unsere Kartoffeln fertig. Ja. Für das Fleisch vielleicht auch sowas? Für den Fisch auch sowas? Ja, ja. Sehr schön. Das Einzige, was ich mir ja. vorstellen könnte, ist, dass man ein bisschen Pfeffer drauf tut aus der Mühle oder ja, nicht? Aus der Mühle, aber bisschen, ganz aber wenig. Wirklich nur ja. so ein nur Hauch. Schau mal. Ja. Nur Hauch. Da. Ja. Sehr schön. So, kommt noch gut. jemand? Nee. Nein. Nee. Wunderbar. Moment, dann. Ganz schön 50-50. Aber man weiß nie, das nicht lassen brüderlich. Wir drin. Ganz das schön 50-50. Oder? Na gut. Ja.
So. Super. Ja, ein bisschen Soße, natürlich. Ja. Sie haben schon. Klar. Auch mit dem Rosmarin. Ja. So, das darf ich hier. Ja, einfach deponieren. Ja, wunderbar. Und jetzt. Jetzt kommt ein bisschen. Ja. Heiß. Na. Ah, das sieht schön aus. Ja. Das ja. wird auch gut schmecken. Super. Mhm. Jetzt bin ich neugierig. Na, ich erst. Weil ich möchte heute unbedingt Ihre. Ja! Ja. 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 Mal sehen. Das kann ich nicht versprechen. Ja. Nein, nicht unbedingt. Das muss ehrlich sein. Eben. Das muss ganz ehrlich kommen. Sogar ein Fisch. Ja. Bestellt. Ja, ja, richtig. So. Ich danke erstmal schon mal fürs Kochen. Ja, ne? Erst trinken, damit Sie nicht so kritisch werden. Genau. Jetzt kann ich wieder zufrieden nach Hause fahren. Mm. Ja. Beleidige ich Sie ein bisschen? Ja, ja, ja. Ja, darf ich? Ich habe mit dem Salz. Darf ich bei Ihnen auch? Das war das Einzige. Aber das ist doch das. Habe ich gleich gesagt. Aber Meister, da war ich das nicht kann man sicher. Doch nach. Kann man doch hier das immer. Besser als so umgekehrt. Ja. Oh, 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 ist das schön. Ach, die Kartoffeln noch. Ja, das hat sich gelohnt. Mmh. Toll, toll. Hm, danke schön. Ich will teilen. Ja. Mhm. Wenn wir schon so teure Fische kaufen, müssen wir denen vielleicht ja. an den Servierten fallen. Ja. Nicht so. Nee. Also dazu passt nicht das sehr gut.